So, ich habe jetzt vier Plätze hier eingedeckt. Dann kann ja eigentlich das Dinner-Duell jetzt starten. Meinen weltberühmten Schokoladenkuchen, den habe ich auch schon gemacht. Den gibt's heute als Nachtisch. Dann muss ich mich nur noch um die Hauptspeise kümmern. Oh, ich finde das richtig aufregend, dass Raoul mich spontan angerufen hat, ob ich bei dieser Dinner-Show mitmachen möchte. Ach, hey Mama, gibt's gleich was zu essen? Oh, du hast aber schön gedeckt. Was gibt's denn da? Hanna, nee, das ist nicht für euch. Habe ich euch das gar nicht erzählt? Ich mache bei einer Fernsehkochshow mit. Was? Eine Fernsehkochshow hier bei uns zu Hause? Kann ich da vielleicht auch mit dabei sein, Mama? Nee, das geht leider nicht, Hanna, aber mir wäre das ganz lieb, wenn ihr euch ein bisschen im Hintergrund halten könntet, also nicht so auffällig. Ich habe so einen Hunger und oh, Claudia, ist das Essen schon fertig oder wie? Martin, ich meine, dir habe ich das doch wirklich gesagt. Ich mache heute bei dieser Kochshow mit und die Küche gehört ganz allein mir. Ihr müsst euch irgendwie anderweitig Essen besorgen. Ach ja, stimmt ja. Das Fernsehteam. Okay. Aber Claudia, Schatz, wäre es nicht besser, wenn wir dir vielleicht helfen? Also wir könnten ja hier bleiben. Ja, Mama, auf jeden Fall. Und dann werde ich auf jeden Fall auch gefilmt. Nee, das kommt nicht in Frage. Ich meine, ihr stiftet hier Unruhe. Ich brauche hier meine Zeit für mich. Und Martin, ich habe dir doch gesagt, du sollst am besten die Kinder nehmen und irgendwo hinfahren. Und jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Ich meine, ich habe nicht mehr so viel Zeit, bevor die Gäste kommen. Oh, Claudia, ich kann dir ja natürlich noch anbieten, meine Spiegeleier zu machen, weißt du. Martin, ich will diese Show hier heute gewinnen. Ich meine, das mit den Spiegeleiern hat einmal geklappt, aber doch kein zweites Mal. Und jetzt macht euch hier vom Acker. Naja, gut. Und was machen wir jetzt, Kinder? Wir sind jetzt draußen. Papa, das sehe ich. Das ist meine Schule. Also, eigentlich möchte ich mich hier heute nicht aufhalten. Was sollen wir hier? Ja, also ich bin anders Meinung. Und wie wär's, wenn wir jetzt einfach in den Aquapark gehen? Ja, oder? Ich meine, können wir nicht lieber in meine Kita gehen? Das ist viel besser als hier in Hannas Schule. Naja, also Aquapark ist eigentlich eine gute Idee, aber mein Portemonnaie ist zu Hause. Ja, wir mussten halt schnell los, deswegen habe ich das vergessen. Oh, Papa, dein Ernst? Ich meine, meine Badehose habe ich immer mit dabei, aber ohne Eintrittsgeld, oh, wird schwierig. Ja, aber wir können doch jetzt nicht den ganzen Tag hier irgendwo auf der Straße verbringen. Papa, Mann! Ja, tut mir ja leid, aber ich weiß, dass wir das nicht können, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Mama hat uns einfach rausgeschickt. Tja, Papa, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Du kannst dich jetzt wieder ins Haus schleichen und all unsere Sachen holen und dein Portemonnaie. Julian, du weißt ganz genau, dass das nicht geht. Wir sollen sie nicht stören. Papa, ich sag das wirklich nicht häufig, aber Julian hat recht. Was sollen wir denn jetzt den Tag hier verbringen? Wir müssen die Sachen holen. Papa, also du könntest ja hier einfach rein und dann einfach, weißt du, dich vorbeischleichen. Dann stören wir auch niemanden. Ja, ist ja gut. Ich meine, ein bisschen Spannung schadet auch vielleicht nicht. Und ich kann nicht den ganzen Tag auf der Straße einfach rumlaufen. Oh, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen hier im Hause Vogel. Das Essen ist noch nicht ganz fertig, aber greift gerne zum Getränk. Ach, Claudia, das hast du wirklich alles total schön eingedeckt hier. Sieht gut aus. Das habe ich jetzt nicht hier auf der Kamera drauf. Kannst du das bitte noch mal hier in die Kamera sagen? Oh, Claudia, du hast aber alles sehr schön gedeckt. Das sieht lecker aus. Oh Mann, die Leute sind schon da und da ist auch dieser Typ vom Fernsehen. Hey, ihr solltet eigentlich draußen warten. Was macht ihr denn jetzt hier? Was ist das denn da? Was liegt denn da auf dem Sofa? Also, das sieht für mich so aus, als wären das Punktetafeln von 1 bis 6, also die Schulnoten. Wahrscheinlich müssen damit die Leute dann gleich Mama bewerten. Also, Mama hat auf jeden Fall eine gute Note verdient, weil die kann gut kochen. Zumindest besser als Papa. Ja, eine gute Note wäre eine 1 oder eine 2, aber eine 6 wäre nicht so toll. Ich glaube, noch keiner hat mich wirklich bemerkt. Jetzt einfach hier vorbeischleichen. Hauptsache, der Kameramann macht jetzt keinen Schritt zurück. Dann wird hier alles glatt laufen. Aha, das sind also die Leute, die heute hier Mamas Essen essen dürfen. Hey. Kenn ich doch irgendwoher. Ja, das ist doch der, der den Biber letztens fangen wollte. Der Typ. Was macht Martin denn da? Krabbelt der da über den Boden? Ich habe ihm doch extra gesagt, dass ich das Haus hier für mich alleine brauche. Was will er denn hier? Oh, zum Glück haben das die anderen Gäste nicht bemerkt. Ich hoffe, das bleibt dabei. Moment mal, ich muss mich mal hier kurz einmischen. Was macht dieser Typ da? Der wollte letztens diesen Biber fangen und den möchte ich nicht bei mir zu Hause haben. Oh, wo kommt denn der Kleine her? Kannst du das hier nochmal bitte für die Kamera sagen? Oh nein. Ach, hi, Julian. Das ist übrigens mein Sohn, liebe Gäste. Was machst du hier? Ihr müsst wissen, dass Julian immer eine sehr blühende Fantasie hat, also wundert euch erst gar nicht. Was? Eine blühende Fantasie? Nein, nicht diesmal. Den Typen kenne ich. Den sollten wir anzeigen bei der Polizei. Mich anzeigen bei der Polizei? Was soll das denn jetzt? Ach, ich glaube, das ist der kleine Junge vom Spielplatz letztens. Julian, muss das jetzt sein? Und oh nein, da hinten sind auch noch Hannah und Emma. Das wird ja was. Ach, jetzt ist es sowieso zu spät. Dann kann ich jetzt auch vor die Kamera gehen. Hallo, ich bin Hannah und ich habe schon mal bei Playmobil's Next Topmodel mitgemacht. Hallo Max Click, kennst du mich noch? Hallo hier. Oh, Kinder. Dieses Chaos hier ist echt perfekt. Das wird ja immer schlimmer. Wie kann ich das jetzt bestmöglich regeln? Ach Mann, Claudia, tut mir echt leid, wenn ich mir so vorstelle, bei uns zu Hause und Malik wird da so ein Theater machen. Ich glaube, dann könnte ich mich auch nicht mehr aufs Kochen konzentrieren. Du Max, hast du jetzt eigentlich mich aufgenommen? Bin ich jetzt mit im Video? Oh nein, das darf doch echt nicht wahr sein. Ich habe meine Pfanne vergessen. Da hinten brennt's. Oh nein, mein schönes Essen. Das wird jetzt alles verbrennen. Oh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt so schnell? Oh nein, Feuer. Hier, ich schütte einfach schnell mein Getränk drüber.
Oh Mann, spannend, spannend. Hier ist ja noch richtig was los. Das wird ein richtig cooles Video. Jetzt ist das Feuer zwar gelöscht, aber mein Essen ist einfach nur noch Asche. Tut mir leid, jetzt muss ich mich doch nochmal einmischen hier. Hier hat's doch gebrannt, oder? Ja, Martin, es hat gebrannt. Das Essen hat gebrannt, was ich hier für die Kochshow vorbereitet habe. Mann. Gut, das Feuer ist anscheinend gelöscht. Okay, Kinder, wir sollten jetzt schnellstmöglichst hier verschwinden, bevor wir noch Ärger bekommen. Tschüss dann. Also, falls du mich nochmal aufnehmen möchtest, Max, hier, Hannah Vogel. Und du da, Freundchen, ich habe mir dein Gesicht gemerkt. Du, ja, wenn ich dich noch einmal irgendwo sehe, ne, mit den Bibern und so, wenn du das nochmal machen solltest, dann gibt's richtig Ärger. Julian, jetzt nicht, es passt jetzt gerade nicht. Wir gehen jetzt lieber. Oh, jetzt ist es viel zu spät. Ich meine, aber ich muss mir irgendwie was aus den Händen schütteln. Ich brauche noch ein Menü. Naja, also für diese Unpünktlichkeit gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte Abzug, hä? Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Naja, und mein Getränk muss ich auch da reinkippen. Also, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Dafür gibt's auch nochmal einen Punkt Abzug. Ja, und was sagen Sie eigentlich dazu, zu dieser Aufregung, die hier passiert ist? Also, es tut mir wirklich total leid für Claudia. Sie konnte nichts dafür und naja, ich hoffe, es klappt noch alles irgendwie. Also, ich habe wirklich Mitleid mit Claudia. Ich wollte das ja eigentlich nicht machen, aber das ist jetzt meine einzige Chance. Die altbekannten Spiegeleier eben. Na dann wünsche ich euch allen einen guten Appetit. Jeder hat jetzt seine Spiegeleier auf dem Teller. Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, wir setzen uns hin und essen. Naja, gar nicht so schlecht. Also das hier für ein Dinner-Duell, das ist echt sehr schlecht. Also Spiegeleier kann auch jedes Kind. Also das gibt keine guten Punkte von mir. Okay, dann halte ich hier nochmal kurz die Stimmung fest. Alle sind am Essen und mal sehen, wie das Essen ankommen wird. Die sehen alle irgendwie nicht so glücklich aus. Es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte. Also gut, wir müssen jetzt Claudia eine Punktzahl von 1 bis 6 geben. Also 1 ist sehr gut und 6, ja, sehr schlecht. Warum muss es eigentlich bei Familie Vogel immer Chaos geben? Ich habe sowas schon befürchtet, aber warum denn gerade heute? Die Spiegeleier sind echt überhaupt nicht gut angekommen. Viele Gäste haben die nicht mal probiert. Ach, also von mir gibt's auf gar keinen Fall gute Punkte. Das hat nicht geschmeckt. Wie war das noch mit der Punktebewertung? Ein Punkt für, ja, am schlechtesten, genau. Sollten das nicht eigentlich Schulnoten sein? Moment mal gerade, aber es gibt nur 1, 2 und 3. Ja, würde ich sagen, 1 ist schlecht. Ja, also gerade vergeben die Gäste hier ihre Punkte. Naja, ich muss ehrlich sein, es war schon alles ein bisschen chaotisch, aber ich möchte Claudia auch nicht eine ganz schlechte Note geben. Es gibt eine 3, befriedigend. Ja, da schließe ich mich an und außerdem habe ich keine anderen Punkte gesehen. Aha, interessant. 2 Dreien und eine 1, aber mit einer 1 hätte ich hier nie im Leben gerechnet. Also, mir reicht's jetzt hier. Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen oder irgendwo was essen gehen. Also, ich bin nicht satt geworden. Ja, also die Dreharbeiten sind hiermit jetzt auch abgeschlossen. Aber liebe Gäste, was ist denn mit dem Nachtisch? Ich meine, ich habe einen leckeren Schokokuchen vorbereitet. Nein, danke. Nein, danke. Ja, Claudia, tut mir leid. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Aber, ja, na gut. Naja. Ach, Claudia, das tut mir total leid, wie alles gelaufen ist, aber ich muss jetzt nach Hause. Oh, das ist echt furchtbar gelaufen. Ich meine, was für ein Chaos. Und das Ganze wird jetzt auch noch im Fernsehen ausgestrahlt. Wie peinlich. Moment mal, was liegt denn hier auf dem Boden? Da hat jemand Punktekarten versteckt. Da unterm Sofa liegen nur die ganzen schlechten Noten. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich so eine gute Bewertung bekommen habe. Das waren doch bestimmt meine Kinder. Also so wie es aussieht, hätte ich also noch schlechtere Noten bekommen, nur die waren eben versteckt. Hey Mama, wir sind wieder da. Sei nicht traurig. Nein, Kopf hoch. Ach Kinder, ich meine, ich bin ganz froh, dass ihr da seid. Ich habe zwar ein ganz schönes Chaos angerichtet, naja, das Essen ist mir angebrannt, aber irgendwie seid ihr auch eine große Unterstützung. Schatz, ich habe auch Pizza mitgebracht. Ich hoffe, du hast noch Hunger und es tut mir leid, wie es eben gelaufen ist. Ja, es ist wirklich nicht so gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte, aber ist egal, schwamm drüber, kommt in meine Arme. Ich muss schon sagen, ich esse lieber mit euch als mit irgendwelchen anderen Leuten. Ach Claudia, Schatz, es tut mir wirklich leid. Das war mal wieder ein typisch Familie-Vogel-Chaos. Also so schnell mache ich bei so einem Kochduell nicht mehr mit. Es ist echt total blöd gelaufen, aber naja, jetzt mache ich mir einen schönen Abend mit meiner Familie und der Pizza.